So Leute, und righty then, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, I am Basti. Und wir wollen uns, wie angekündigt, nochmal die Patch Notes durchlesen. Sie sind jetzt schon, wenn ihr das Video seht, fast 2 Tage alt. Also falls ihr es schon wisst, tut's mir leid, ich möchte es aber nochmal ein bisschen durchgehen. Und zwar die Highlights, der neue Schatten Dungeon, da gibt's auch schon ein paar Videos dazu, unter anderem bei Dorsa und Charlie. Der Arena-Manager, das 4. Rebalancing, da weiß man jetzt schon, es geht um eine relativ hohe Summe, die einige vielleicht noch gar nicht erreicht haben. Also das bedeutet, bis zu dieser hohen Summe hat sich jetzt gegenüber dem bisherigen Arena-Manager nichts geändert. Die Unterwelt wurde etwas verändert, die Goldgrube wurde überarbeitet, das könnte ziemlich nice sein. Der Login-Kalender ist nun endlich im Glücksrad drin, was wir schon erwartet haben, was ganz nice ist. Fehlerbehebung des Gastlogins, gut, keine Ahnung, wer den nutzt. Kämpfe, Berechnung von Runenschäden und Resistenzen korrigiert. Heißt, jetzt gibt es wohl keinerlei Unterschiede mehr zwischen Eisschaden, Feuerschaden, Blitzschaden. Das war ja auch sehr offen gewesen. Das ist gut, dass das behoben wurde, war ein sehr harter Bug. Die Unterwelt. Hatte man Gebäude, Goblins und Trolle nicht ausgebaut, funktionierte der Heldanlagen-Button nicht. Das stimmt allerdings, aber das war nicht der einzige Grund, warum das nicht ging. Ich bitte mir auch ein, dass der Cache eine Rolle spielt, aber der Cache spielt bei Shakes and Fidget sowieso hin und wieder eine Rolle. Die Anzeige des Skillportals verschwand nach bestimmten Aktionen. Okay, also die Highlights auf jeden Fall schon mal sehr nice. Trotzdem schaut man sich gerne die Changelog-Feeds an, da gibt nämlich alles. Und beachtet, dass es eben einen neuen Server geben wird ab Freitag 16 Uhr. Und da ist dann ein Alle-Event, wie immer, 5-fach-Event-Wochenende. Auf den anderen Servern ist ein Erfahrungsevent, das ist auf jeden Fall ganz nice. Ja, gegen das Sommerloch, schauen wir mal, was der Changelog jetzt nochmal sagt. Also, Feature hinzugefügt, überarbeitete Grafiken für das 4-fach-Event, das wird sehr interessant sein, mal zu sehen. Im Porträtmodus gab es auch einen Fehler oder beziehungsweise neue Buttons, das ist gut. Feature hinzugefügt, Hexe. Bei der Saftpresse wird nun angezeigt, dass man 10 Früchte auf den Kessel zieht. Okay, das war also für die Spieler, die das nutzen. Wirklich, also, ich habe noch keinen einzigen Trank gebraut, Leute. Nutzt ihr das? Der Schattendungeon Dauerschleife der Idole erhält 10 neue Gegner zum Bekämpfen. Ja, da hat man jetzt auch schon gesehen, dass, glaube ich, von den deutschen YouTubern nur Skate dabei ist, wenn ich das jetzt richtig... Und Early Boy, glaube ich. Das sind PUBG-Partner. Kann man drüber streiten. Einige kennt man vielleicht gar nicht aus den anderen Ländern, ob die das jetzt verdient haben oder nicht, aber es gehört halt dazu. Die haben eine Partnerschaft, deshalb ist das einfach so. Änderung vorgenommen, das Geburtstagslotto wurde deaktiviert. Ja, das hat man nämlich wirklich gesehen, aber das wurde dann auf 11 Jahre geändert zuletzt, was ich wiederum ganz nice fand. Der Stall der Umweltprämie ist auf 10 Millionen begrenzt. Ja, die Umweltprämie war früher ein ganz, ganz wichtiges Feature, wird heutzutage kaum noch genutzt. Ja, ich weiß nicht, wann man das Cap erreicht, aber ihr könnt ja selber mal bei euch im Stall gucken, wenn ihr einen Drachen oder einen Greifen habt, wie viel Gold ihr kriegen würdet, wenn ihr den verlängert. Ja, Fruchtmengen unter 10 werden halbtransparent angezeigt, also auch wieder für die Hexe ein Feature. Pets, hat man einen PvP- oder Habitatkampf getätigt, kann man über die Enter-Taste direkt den nächsten Kampf starten. Okay, das muss man sich mal angucken jetzt, Festung. Die Anzeige der zu gewinnenden Ressourcen beim Festungskampf aktualisiert nun häufiger. Das ist gut. Die Festung, der Ausbilden-Button ist nun inaktiv, wenn man mehr Einheiten ausbilden möchte, als man Ressourcen dafür besitzt. Okay. Ist bei mir nie der Fall. Die Unterwelt. Ja, haben wir schon besprochen. Login-Kalender haben wir besprochen. Forum, neue Grafiken für die 5 Event-Typen. Okay, nice. Und dann kommen wir auch noch zu einigen Fehlern. Die Animationen der Kämpfe konnten beim Überspringen asynchron werden. Da bin ich mal wirklich gespannt. Das ist ja bei Dungeon Fights so gewesen. Das ist bei Gildenkämpfen so gewesen. Es ist bei Petkämpfen so gewesen. Also das fände ich ziemlich nice, wenn die das behoben haben. Die Runenschäden als Resistenzen haben wir schon geklärt. Beim Pilzzieler. Bei Angriff eines Coupons fehlt eine Textausgabe über den Auftrag. Okay, wusste ich noch nicht. Charakter. Das Kontextmenü zeigte sporadisch Platzhalterschriften bei den Item-Optionen. Habe ich jetzt auch selten gesehen. Setze mal Gold über den Chatbefehl, ging dies bei höheren Werten nicht. Das geht jetzt beim Hütchenspieler also ohne Limit, wie es aussieht. Habe ich schon gehört, dass das genutzt wurde, habe ich selber noch nicht gemacht, aber gut, dass es dann behoben wurde. Pets Fehlerbaum, dass ein Element nach Nestaktivierung nicht nutzbar war.
Okay, hatte ich noch nicht gehabt. Geburtstagspad Wasser wird während jedem Vierfach-Event findbar und nicht nur zum Geburtstagsevent. Okay, also das Geburtstagspad sollte man jetzt tatsächlich immer finden. Was ich ein bisschen schade finde, es war was Besonderes am Geburtstag, das Pad zu suchen. Aber bei anderen ist es halt auch so, es wäre unfair gewesen. Haben wir es jetzt also auch dabei. Nach 5 Unlock-Vorgängen wurde der Button nicht inaktiv gesetzt bei der Unterwelt. Wurde behoben, habe ich noch nicht gesehen. Das Menü der Goldgrube war nicht zu öffnen, wenn man 10 Milliarden Gold besaß. Habe ich auch noch nicht gesehen. Die Folterkammer zeigte unterschiedliche Boni-Höhen an, vor und nach dem ersten Unlock-Vorgang. Krass, dass das ein Fehler war, habe ich auch noch nicht gewusst, habe ich noch nie gesehen. Die Kämpferliste beim Unlock-Vorgang ist nun korrekt. Okay, ja, da gab es ein paar Bugs, das ist nice. Gilde. Fehlende Fremdspracheinträge beim Gildenfinder wurden hinzugefügt. Hat man zu viele Spielerslots für den Gildenfinder aktiviert, wurde unter eine Liste transparent. Habe ich auch noch nicht gesehen. Die Anzeige des Gildenportals verschwand nach bestimmten Aktionen. Ja, das war auf jeden Fall ein blöder Fehler, der manchmal zum Neustart geführt hat. Kontext- und Pop-Up-Menüs sowie Markierung der Gilde verschwanden nach ein paar Sekunden. Und in der Ehrenhalle der Gilden zählen eingeladene Spieler zur Anzahl der Mitglieder dazu. Das finde ich gut, dass das geändert wurde. Ich bin ja ein Statistikfreund. Und ich habe manchmal mich gewundert, warum ist die Ritter also schlecht. Dann habe ich gesehen, ach, es sind nur so viele Mitglieder. Also sind eingeladene Mitglieder. Finde ich ganz gut, dass sie das geändert haben. Okay, also das ist jetzt der gesamte Changelog. Ich weiß, dass es hier im Forum eine Frage gab. Ist denn, nicht bei News, Moment. Bei Allgemeines und wieder ein Update, was keiner braucht. Da wurde halt sehr viel Kritik geübt, so über allgemeine Sachen vom Arcticus. Und ich muss sagen, so ein Sommer-Update, ja, ist eine gute Refreshung. Ich finde es gut, dass sie einige wirkliche Bugs vorgenommen haben, die auf jeden Fall schon auf dem Zettel standen. Es gibt natürlich immer noch Bugs, aber gut. Und das größte Problem, was er hier ein bisschen anspricht, das Balancing. Also die neuen Dungeons zum Beispiel, ne? Die werden einige von uns erst mega spät sehen. Andere Spieler wiederum auf ihrem Char haben die Dungeons durchgeballert. Und das liegt halt daran, weil Shakes and Fidget, das wird sich nicht mehr ändern. Es gibt immer die Kluft zwischen neuen Spielern mit neuen Servern und der Kluft der alten Spieler, der Ausdauerspieler, die halt nicht nur ein hohes Level haben, sondern extrem hohe Skillwerte haben. Was ich sagen muss, ist, dass Alexander hier einen recht guten Kommentar da gebracht hat. Manchmal wird man ja, oder manchmal schreibt man ja so, dass der GameStuff nicht so gut reagiert. Ich finde, hier hat er sehr gut reagiert. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch das ja nochmal anschauen. Hier ist jetzt eher heiße Luft wieder entstanden. Aber das ist jetzt kein großes Content-Update, ja. Also, sollte man noch nicht erwarten, gab es auch keine Info dazu. Und dementsprechend waren die Erwartungen jetzt auch nicht hoch. Aber ja, ein paar Sachen sind auch wirklich so, dass man sage, das stört mich jetzt nicht. Ich meine, was einen nicht betrifft, das stört den ja auch nicht. Und man weiß ja hier, die kursiv gedruckten Texte sind Wünsche der Community. Und ich muss sagen, dass ein paar der Sachen, die kursiv sind, auf jeden Fall auch bei mir auf der... Also die Sachen, die bei mir auf der Liste standen, die waren eigentlich auch... Wünsche der Community, außer das hätte ich auch als Community-Wunsch für mich gefasst. Ob jetzt das mit der Hexe jetzt sehr wichtig ist, für mich, wie gesagt, ist erstmal egal. Und content-technisch wird man dann sehen, wird es vielleicht eher nochmal eine neue Klasse geben, als großartig neuen Content, denke ich zumindest. Aber das kann ja alles passieren, wir werden es sehen. Und ich würde erstmal sagen, das war's dann von mir. Haut da rein, Leute. Macht's gut, tschüss und Servus. Euer Bassi.